Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem. Ja, fängt hier wieder gut an. Zu einem neuen Part von. Ich hab's vergessen, wie heißt's? Andy Webster lernt schießen. Es wurde von euch sehr häufig angefragt, wann denn wieder eine Episode kommen wird. Ich gebe denen hier übrigens gerade noch nebenbei ein paar Fitnesskarten. Nicht irritiert sein. Und ja, da sage ich doch einfach mal ganz konkret heute. Warum kam so lange keine Episode von dem lieben Andy? Ja, das lag einfach daran, dass... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich mich speziell auf Packs ein wenig... ja, beschränkt und... Aber gut, jetzt sind wir wieder dabei. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ja, da ist er. Wir spielen heute im Bundesliga-Team, Andy Webster muss ja schießen lernen, das kann er optimal mit einem 4 und einem 5-Star-Skiller vorne drin, beziehungsweise auf den Flügeln. Und ja, sind wir mal gespannt. Los geht's. Okay, im Endeffekt spielen wir dann doch in der Liga einfach. Okay, das soll uns jetzt auch nicht dran hindern, Andy Webster ein bisschen Schießen beizubringen. Wir spielen gegen Main oder Main oder was auch immer. Genau, Main. Mainstream halt, ne? Mit Tarabt, mit McGee, die zwei 5-Star-Skillern. Skillern, ja. Fellaini, Dembaba, also da. Reimt sich. Und jo, los geht's. Oh! Was ein Trick, hier. Skiller. Was es auch ist, aber... Wir wollen ja hauptsächlich Webster trainieren. Oh nee. Nee. Okay. Ah, das war Sam. Sam mit dem Auge für Elia. Elia. Und Thiago Alcantara. Da ist Webster. Da ist Webster, Junge. Also, kommen wir zu Punkt 1 von dieser Episode übrigens jetzt mal. Also Webster, was du noch verbessern kannst. Du hast ja im ersten Part schon, ich glaube, ein Tor gemacht und ein Elfmeter-Tor. Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall, das ist schon stark gewesen, dein erster Auftritt. Also an deinem Tempo, da ist eigentlich nichts auszusetzen. Wieso geht schon? 55 Tempo, einer der schnelleren. Nee, aber du bist wirklich gar nicht so lahm. Also doppelt so schnell wie Bart, glaube ich. Ist das. Sogar mehr als doppelt so schnell. Und Bart ist ja schon eine Rakete. Was Sam jetzt erstmal. Ne? Oh, schade, da hättest du besser antizipieren müssen. So muss Elia jetzt eigentlich im Abseits. Aber gut, Andy, wie gesagt, du musst einfach schauen, dass du, wenn du den Ball hast, ja, dass du erstens, wenn der Ball kommt, dass nicht der Ball zu dir kommen soll, sondern du zum Ball. Das heißt, wenn der Ball zu dir gespielt wird, dann wartest du nicht ab, bis der Ball bei dir ist, sondern läufst zum Ball. Ja, das machen die FIFA-Spieler nicht. Okay, und Punkt Nummer 2 ist einfach, dass du, wenn du mal vom Tor stehst, einfach drauf schießt, ja, weil du hast ja die Klasse aus 15 Metern ja wohl irgendwie gefährlich aufs Tor zu schießen. Das heißt einfach, so wie er hier, einfach schießen. Das kann nur schaden, wenn man wieder rein sieht aus 20 Metern, aber aus 15 Metern auf jeden Fall. Das ist ja schon eine gute Position, 15, 10 Meter, da musst du auf jeden Fall schießen. Okay, das waren meine Tipps jetzt erstmal. Jetzt versucht hier umzusetzen. Ecke. Im Webster, habt ihr das gesehen? Okay, Ecke. Einwurf. Nicht Ecke. So, Schmelzer auf Elia. Okay. Ecke. Rabona Flanke. Nein? Schade. Fallrückzieher, Bender! Oh! Schade. Sam jetzt. Sam. Ja, sweaty goal ist mir egal. Webster muss jetzt schießen lernen. Da ist er. Andy Webster macht ihn. Oioioi. Da ist er. Da ist er. Also Kopfball müssen wir natürlich auch lernen mit ihm. Aber das zählt, also eigentlich im Grunde genommen schießen. Kopfball zählt jetzt nicht dazu. Da ist er ja schon stark genug, der Andy. Hier sieht man es. Ja, war ein schönes Tor. War ja offiziell auch kein Sweaty Goal, weil Sweaty Goal ist einfach nur eigentlich über passen, obwohl eigentlich auch über flanken. Also gut, es war ein Sweaty Goal.
entschuldige mich auch dafür, aber ich entschuldige mich eigentlich generell nicht für Sweaty Goals, weil das eigentlich dazugehört zum Spiel. Nein! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Was war das für ein Tor? Wieso kann ich nicht einfach gewinnen? Ich kann das nicht einfach passieren jetzt. Danke, Sam. Sam. Slappy Fish. Goal. Ja! Webster macht ihn. Wie cool der Typ ist. Habt ihr den Schuss gesehen? Also Webster, Mann der Episode. Eindeutig. Das war ein 1A-Schuss. Ich verstehe nicht, warum der 22 Schuss hat. Das war... Besser kann man ihn dann schießen. Das war knapp. Aber wir haben gewonnen. Sam nochmal hier. Oh, jetzt Überzahl spielen natürlich hier. Schade. Aber jetzt ist Schluss. Der FC 3 eigentlich, oder beziehungsweise Andy Webster hat auf jeden Fall... Boah, das war eine erfolgreiche Episode. Das war eine erfolgreiche Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Leute. Wenn ja, bitte ich euch mir Daumen nach oben zu geben. Andy Webster, bester Spieler des Tages mit 8,9 Bewertung. Das war eine erfolgreiche Episode. Bis dann, guten Ciao. Liebe Leute, euer Boba von X, FIFA Zone X mit dem Doppel-X. Shiu. Shiu.